Zwischen 1995 und 2004 wurden die Wegmann-Wagen, die Kredé-Wagen, von Kassel aus nach Polen verkauft. Wir begleiten erst einmal die Linie 1 in Richtung Wilhelmshöhe. Wir sind hier am Betriebshof Holländische Straße, der interessanterweise zweietagig angelegt ist. Zur unteren. Ohne Fahrgestell steht hier der Wagen 701 X210 aus dem Baujahr 1935 von Krede gebaut. Er trug früher, das heißt bis 1971, die Wagennummer 210. Fahrgestell wurde anderweitig verwertet. Und der Wagen geht nun bald den Weg allen alten Eisens. Haben wir einen Sprung gemacht zum Stern in der Innenstadt. Hier sehen wir einen alten Mercedes O305 Gelenkbus. Das Schöne in Kassel ist, dass Busse und Straßenbahnen auch durch die Fußgängerzone fahren. Links kommt ein GT6 auf der Linie 4. Hier sehen wir den Niederflurwagen 474 und wir fahren nun ein Stück mit einem M-Wagen. Erzbergstraße, Umsteigemöglichkeit in Richtung Rosenwitz-Holzenthal. Zum Hauptbahnhof einfahren. Gleich hinter dieser Schleife befindet sich der Tunnel. Die Schleife ist zweiständig ausgelegt und hat noch eine weitere Verbindung zum Tunnel, zum Hauptbahnhof. Hier sieht man es, der Wagen wurde modernisiert. Etage über zur Eisenbahn und zeigen Ihnen hier ein paar Bilder aus dem Kasseler Hauptbahnhof. Hier sehen wir den Hilfzug
Bahnhof zu sehen. Ein O305 mit Stülpfront. Von Kredé gebaut wurde. Deutlich zu sehen ist, dass man auch diesem Wagen eine Schürze verpasst hat, so wie sie auch die N-Wagen tragen. Die Triebwagen mit vierachsigem Kredé-Beiwagen. Und hat direkten Anschluss zu den anderen Straßenbahnlinien. Man erkennt hier auch deutlich, dass die Elektronik bei den Niederflurwagen auf dem Dach angeordnet ist. Ansonsten wäre es nicht möglich. Wir springen nun in den Ortsteil Wilhelmshöhe und sehen hier das schöne Tal in Wilhelmshöhe. Die Linie 6 mit einem N8 gesellt sich gerade zur Linie 1. Der Wagen 421 erreicht den neuen Bahnhof Wilhelmshöhe. Hier befindet sich auch ein großes Schulzentrum.
Verona Poth würde jetzt sagen, bei Tram Aktuell werden Sie gewunken. Blick auf die Linie 1 und in die Wagenhalle. Unwiederholbaren Aufnahmen. Die Wagen 360 und 364 wurden 1971 bei der Waggonfabrik Wegmann & Co. in Kassel gebaut und stammen aus der Serie 355 bis 366. Es ist eine Nachbestellung der Quellet-Wagen. 2003 und 2004 sind diese Wagen nach Polen gegangen. 1936 wurde der Wagen 214 bei Credet gebaut. Dieser Wagen wird bzw. wurde auch als Arbeitswagen eingesetzt. Im August 2010 gelangte dieser Wagen in das Technikmuseum Kassel. 1965 begann in Kassel der schaffnerlose Betrieb, so auch für den Wagen 214, der so bis 1987 im Einsatz war. Gleiches trifft für den Wagen 228 zu, der 1947 ist der Wagen abgestellt. Und hier ist noch eine Dampfstraßenbahn zu sehen. ...1994 war der Wagen 355 und 354 an der Reihe. Ich bin mit den alten Wagen lieber gefahren. 80 in Düsseldorf bei der DÜWAG gebaut. Eine Haltestellenbucht an die Haltestelle ran. Der Old Eisenbahn fährt auch. Boah, was kriegen da? Das mittlere Glas ist also für die Eisenbahn.